hier gibt es richtig auf die Nuss, vom Profi. MMA, Mixed Martial Arts, wird in Deutschland immer beliebter. Früher wurde der Sport oft als regellose Prügelei belächelt. Doch seitdem Stars wie Conor McGregor und Ronda Rousey die Welt erobert haben, begeistern sich immer mehr Menschen für den harten Sport. Der Knaller, am 2. Juni überträgt Bild live und exklusiv, We Love MMA, aus Oberhausen. Was ist dieses MMA überhaupt? Welche Regeln gibt es? Was ist verboten? Bild macht sie fit für den Käfig. H3 Was ist MMA, H3? Mixed Martial Arts, MMA, ist ein Vollkontakt-Kampfsport, der ein breites Spektrum an Kampftechniken erlaubt, von einer Mischung traditioneller bis hin zu nicht traditionellen Wettkampftechniken. Die Regeln erlauben Schlag- und Bodenkampftechniken wie zum Beispiel Boxen, Kickboxen, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, Kung Fu, Judo und Grappling, sodass Wettkämpfer mit unterschiedlichem Hintergrund aufeinandertreffen können. Die größte US-Liga ist die UFC, macht aktuell ca. 30 Events pro Jahr. Seit 1993 veranstaltet sie regelmäßig große Shows. Abseits der UFC gibt es unzählige Ableger. In Deutschland veranstaltet die Liga, We Love MMA, ca. 10 Shows pro Jahr. Der nächste Event findet am 2. Juni in Oberhausen statt. Bild überträgt den Kampfabend live und exklusiv. Die Wurzeln von MMA liegen im griechischen Pankration. Von 776 bis 720 vor Christus zählten zu den olympischen Disziplinen hauptsächlich verschiedene Laufsportarten, bis 708 vor Christus Ringen eingeführt wurde. 688 vor Christus wurde den olympischen Disziplinen noch Boxen hinzugefügt. Boxen war ein sehr popularer Sport bei den Olympischen Spielen und es kam sehr schnell die Frage auf: Ist der Boxer oder der Ringer der beste Kampf? Diese Fragestellung ist die eigentliche Geburtsstunde des MMA-Sportes. Im Jahre 648 vor Christus wurde Pankration olympisch. Bei den 33 Olympischen Spielen sollte endlich die Frage nach dem besten aller Kämpfer und dem besten Kampfstil beantworten werden. H3 Welche Regeln gibt es, H3? Gekämpft wird nicht im Ring oder auf einer Matte, sondern im Oktagon, einem achteckigen Käfig. Das dient vor allem der Sicherheit der Sportler, die bei den Kämpfen so nicht aus dem Ring fallen können. Das Oktagon muss verschiedene Voraussetzungen erfüllen. So darf der Durchmesser nicht weniger als 6 Meter und die Höhe nicht weniger als 1,80 Meter betragen. Der Schutz der Kämpfe muss optimal gewährleistet sein, dazu dienen unter anderem die Bespannungen an den Seiten. Der Boden muss mit einem dampfungsaktiven Material von mindestens 3 cm Stärke bedeckt sein. Seit 2001 gibt es die UNIFIT Rules of MMA, das Regelwerk ist bis heute gültig. Die strenge Einhaltung des von der US-Regierung genehmigten Reglements wird von der Grappling and Mixed Martial Arts Association e.V. GAMMA, mit Sitz in Berlin überwacht. Hierfür zeigt sich das Kampfgericht, vertreten durch Ringrichter, Wertungsrichter, Zeitnehmer und Protokollführer, verantwortlich. Kampfzeit, 2 Runden à 5 Minuten, bei Titelkämpfen 3 Runden à 5 Minuten. Ausrüstung, gekämpft wird mit 4 Unzen Handschuhen, 113 Gramm schwer, die an den Fingern offen sind, um so Grifftechniken zu ermöglichen. Dazu Mundschutz und Tiefschutz. Gekämpft wird mit freiem Oberkörper und barfuß. Gewichtsklassen, vom Fliegengewicht, bis 57 Kilogramm, bis zum Schwergewicht, über 93 Kilogramm bis maximal 120 Kilogramm, gibt es 8 verschiedene Limits. Gewogen wird am Vortag des Wettbewerbs. H3 Was ist verboten, H3? Wer denkt, im Käfig sei alles erlaubt, liegt total falsch. Es gibt 32 Griffe, Schläge und Verhaltensweisen, die verboten sind. Kopfstöße, Stiche in die Augen, beißen, Behaare ziehen, Fischhocking, Finger im Mund oder Nase des Gegners stoßen und am umgebenden Gewebe reißen, Tiefschläge, Finger stechen in Platzwunden des Gegners, Hebelgriffe an kleinen Gelenken, Finger, Schläge auf Wirbelsäule oder Hinterkopf, Abwärtsschläge mit der Spitze des Ellbogens, Schläge auf den Hals oder Abwürgen der
Luftröhre überkratzen, kneifen, greifen des Schlüsselbeins, Betritte auf den Kopf eines Gegners am Boden, Bockknieattacken zum Kopf des Gegners am Boden, Bestampftritte auf Gegner am Boden, Fersentritte in die Nieren, Bewerfen des Gegners auf Kopf oder Nacken, Bewerfen des Gegners aus dem Käfig, Festhalten von Hose oder Handschuh des Gegners, BR. H3, wie wird gewertet? H3. Wertungssystem, Ringrichter und Punktrichter entscheiden. Der Sieger einer jeden Runde bekommt 10 Punkte, der Unterlegene 9 Punkte. Fouls werden mit Punktabzug bestraft. Bewertet werden erfolgreiche Angriffe und Wirkungstreffer, Effektivität beim Bodenkampf, Clinch- und Wurfversuche, geschickte Verteidigung und Ringbeherrschung. Ein Kampf endet vorzeitig durch mittlerer Punkt K.O., verbaler Aufgabe oder Abklopfen, mittlerer Punkt technischen K.O., Ringrichter bricht Kampf ab, mittlerer Punkt Disqualifikation. Medizinische Untersuchungen, Dopingkontrolle, Drogentest, Sehtest, Bluttest, gibt es vor bzw. nach dem Kampf. Ärzte sind am Käfig anwesend. 2. Juni überträgt Bild live und exklusiv, Will of MMA, aus Oberhausen.